Nur mit Ellbogeneinsatz zum Bier. Wieder dichtes Gedränge in dieser Bonner Bar. Ein Stück Freiheit, allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Einen sogenannten Freedom Day für alle. Ab Ende Oktober hat Kassenärztechef Gassen gefordert. Doch der Vorschlag, das Ende aller Maßnahmen, stößt auf immer mehr Kritik. Die zusätzliche Belastung von Ärzten und Pflegern einfach zu ignorieren, weil man das Maskentragen leid ist, sei nicht kollegial, heißt es von Seiten des Ärzteverbands Marburger Bund. Und auch die Bundesregierung will vorerst nicht weiter lockern. Wir müssen zwar noch Masken tragen, wenn wir in Bahnen und Bussen sind und hier so eng auf einem Platz stehen. Und wir müssen auch noch Vorsichtsregeln machen, wenn es ins Restaurant geht und so. Aber wir haben Millionen Bürgerinnen und Bürger geimpft. Und deshalb, es wird keinen neuen Lockdown geben müssen. Und die Schulen können auf sein, die Kinder im Präsenzunterricht zur Schule gehen. Verspricht SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Sobald auch Kinder ab 5 ein Impfangebot bekommen haben, ab kommendem Frühjahr soll es soweit sein, müsse Deutschland aber zurück zur Normalität. Das fordert der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestags, Rüttel. In den USA wollen BioNTech und Pfizer schon bald die Zulassung ihres Vakzins auch für 5- bis 11-Jährige beantragen. Wer geimpft ist, darf ab November außerdem wieder in die Vereinigten Staaten reisen. Die USA heben die Einreisebeschränkung für EU-Bürger zumindest teilweise auf.